Neben den normalen Produkten in den Filialen verkauft Schlecker auch diverse Eigenmarken, wie zum Beispiel die Mobilkarte S-Mobil oder aber auch Gutscheine. Aber was passiert eigentlich mit den Gutscheinen bei einer Insolvenz? Forum ist entstanden vor Insolvenzeröffnung, weil ja das Insolvenzverfahren noch gar nicht eröffnet ist. Und das bedeutet, der Inhaber eines Gutscheins, sagen wir mal beispielsweise von 50 Euro, ist generell auf die Quote verwiesen, die nachher im Insolvenzverfahren ausbezahlt wird. Nehmen wir an, es werden nachher 10% ausbezahlt, was rein spekulativ ist. Das heißt, der Gutschein hat noch einen Wert von 5 Euro. Gerade im Onlineshop von Schlecker kann man aber nicht nur die normalen Drogerieprodukte kaufen, sondern auch Elektrogeräte. Normalerweise gelten hier Garantieansprüche von 2 Jahren und Umtauschansprüche von 28 Tagen. Diese Ansprüche müssen von dem Unternehmen selbst getragen werden. Was aber passiert mit den Garantie- und Umtauschansprüchen bei einer drohenden Insolvenz? Wenn Produkthaftung in Betracht kommt, kann man sich direkt an den Hersteller wenden. Ansonsten gilt auch bei Garantie und Umtausch prinzipiell genau das Gleiche. Habe ich die Ware heute gekauft, habe ich heute einen Garantiefall, gebe ich es heute rein zur Reparatur, dann hängt es jetzt wiederum davon ab, ob eine solche Regelung, wie vorhin besprochen, getroffen wird. Der Drogeriekonzern Schlecker befindet sich in der Insolvenz, auch wenn das Verfahren erst im März oder April eröffnet wird. Dann werden die einzelnen Gläubiger Anspruch auf das restliche Geld des Unternehmens erheben. Sollte man deshalb überhaupt noch Gutscheine und Wertcoupons erwerben? Also wenn nicht aus wie immer geartet versichert wird, dass jetzt verkaufte Gutscheine auch tatsächlich in vollem Umfang eingelöst werden, wobei sich dann immer die Frage stellt, wann? Weil es ist ja nicht sicher, dass Schlecker fortgeführt wird, jedenfalls nicht auf unbestimmte Zeit, dann kann man nur empfehlen, da die Finger von zu lassen. Laut dem Unternehmen Schlecker können Gutscheine auch weiterhin beim Drogeriekonzern eingelöst werden. Darauf hat sich der vorläufige Insolvenzverwalter mit der Markant-Gruppe geeinigt. Ob diese Regelung auch noch nach der Insolvenzeröffnung gilt, ist allerdings fraglich.